Also im alten Ortsverband, den mussten wir verlassen, weil er doch direkt in der Innenstadt ist. Also verkehrstechnisch für uns ganz schlecht zu erreichen, gerade mit den heutigen Fahrzeugen, also die LKWs und die Gespanne. Das alte Gebäude ist über 150 Jahre alt gewesen und dementsprechend auch die Bausubstanz. Und wir haben ganz große Probleme im Brandschutz bekommen. Wenn wir die alte Unterkunft saniert hätten, würde das ungefähr genauso teuer kommen wie dieser Neubau. Daher wurde sich entschieden, einen Neubau zu machen. Damit hat man eine wesentlich bessere Flächennutzung und natürlich auch dieses alte Gebäude muss man dann nicht weiter sanieren. Eine neue Unterkunft, wie auch übrigens Fahrzeuge und Geräte, die zur Verfügung stehen, sind die Voraussetzung dafür, dass wir in dieser ehrenamtlichen Organisation THW überhaupt Helfer und Nachwuchs bekommen. Wenn wir den jungen Leuten Unterkünfte präsentieren, die nicht mehr zeitgemäß sind, wo sie, und ich habe das alles gesehen, wo sie ihre Kinder nicht mehr in die Dusche schicken würden, ja, weil das Ding von 1952 nicht mehr so ganz den modernen Ansprüchen entspricht, dann wissen sie, was ich meine. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das hier geschafft haben. Sie unterstützen in vielen Bereichen auch Veranstaltungen der Stadt. Wenn ich an das Volksfest denke, wenn ich an den Park- und Seelauf denke, vieles andere mehr. Aber natürlich haben Sie Ihren Schwerpunkt im Bereich der technischen Hilfeleistung bei Katastrophenfällen. Ich glaube, einen Schwerpunkt haben Sie beim Thema Strom, Energieaggregate und Ähnliches. Dafür wird dieser neue Bau auch sicherlich sehr wichtig werden. In dem alten Gebäude ist der Ortsverband übrigens seit 1968 untergebracht gewesen. Eine sehr lange Zeit, also man hat es sehr lange ausgehalten in der Innenstadt, um dann endlich diesen Entschluss zu gehen. Wobei man sagen muss, dass dieses Grundstück ist Bundeseigentum und stand eigentlich schon dem THW auch wieder die letzten fast 20 Jahre zur Verfügung, wo man sich überlegt hat, was macht man, tut man sanieren oder tut man neu bauen. Der Ortsverband Hof besteht ja aus den zwei Bergungsgruppen und hat diese Fachgruppe Elektroversorgung mit den zwei großen Aggregaten. Und es war eben in der alten Unterkunft nicht möglich, mit einem Lastzug, also LKW und Aggregat, zu wenden. Das heißt, die Hänger mussten abgekoppelt werden, mussten dann mit einem anderen Fahrzeug rangiert werden. Und das ist aus arbeitsschutzrechtlichen Sicht heute überhaupt nicht mehr zulässig oder machbar. Deswegen haben wir jetzt hier optimale Bedingungen in dem neuen Grundstück. 1, 2, 3. Nochmal. 1, 2, 3. Wenn das so weitergeht, können wir dann heute doch noch Richtfest feiern. Machen wir richtig. Nochmal. Hau, Ruck. Ja, das geht auch. Wieso schmeißt du das fürs Gesicht hin? Also, schöner das Nummer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und darf Sie jetzt noch zu einem kleinen Imbiss in unser Zelt einladen.